Willkommen zurück zum gemeinsamen Blättern im Modelleisenbahner. Ich habe heute das Heft vom Februar 1981 herausgesucht. Und wenn ich jedes Mal sage, es gibt in jedem dieser Hefte viele unglaublich interessante Artikel, dann meine ich das wirklich wörtlich. Und hier habe ich wirklich ein Heft, wo ich sage, da hat man die Qual der Wahl, was man eigentlich lesen möchte. Und wenn ich mal aufschlage, dann fängt das Ganze eigentlich schon super interessant, linke Hand an. Die Überschrift passt, das besondere Bild. Hier hat K. Brust aus Dresden zwei tolle Bilder eingefangen. Und mir hat es insbesondere das erste Bild hier oben angetan. Die wiederhergerichtete E16-101 wurde am Dresdner Hauptbahnhof mit Hilfe zweier Eisenbahndrehkräne auf ein Straßenrollfahrzeug der Deutschen Reichsbahn abgesetzt. Am Seminargebäude der Hochschule für Verkehrswesen diente das Triebfahrzeug als Lehrobjekt. Ja, ich glaube, wer da dabei war, der hat wirklich was bestaunen können. Und das ist nur dieses eine Bild. Wie gesagt, hier drin gibt es noch viele weitere interessante Artikel, wenn ich mal reinblättere. Da haben wir zum Beispiel einen kleinen Artikel zur Baureihe 50.0 oder eine Doppelseite weiter, die Baureihe 41. Und nicht nur so kurz und knapp, wie ich meine Lokvorstellungen mache, sondern richtig fundiert mit ganz viel Infos, Details. Ihr seht links unten wieder maßstabsgerechte Skizze etc. Und es erstreckt sich nicht auf diese eine Doppelseite, sondern zwei Doppelseiten. Und wenn ich dann weiterblättere, dann gibt es hier diesen wunderbaren Artikel, zwar nur eine Seite, aber ich finde ihn grandios. Eine Steinbruchbahn mit direktem Gleisanschluss von Udo Lang und Ralf Schreiber. Und ich finde, das ist gerade für Modellbahner ein super interessanter Artikel. Weil ich glaube, so etwas bei sich mit umzusetzen auf der Anlage, ist doch richtig toll. Natürlich schreiben die Autoren zuallererst, über Anschlussbahnen ist bekanntlich schon einige Male in unserer Fachzeitschrift berichtet worden. Unser Beitrag behandelt deshalb einige Besonderheiten, die bei Nachgestaltung eines Gleisanschlusses zu einem Steinbruch zu berücksichtigen sind. Das heißt, es soll nicht generell um Gleisanschlüsse gehen, sondern ihr seht ja eine Seite kurz und knapp. Also, was ist wichtig, wenn wir einen Steinbruch bei uns auf der Anlage nachbilden wollen? Im Abschnitt 1 gehen die beiden Autoren dazu auf den Arbeitsablauf beim Vorbild ein. Sie schreiben, der unmittelbare Anschluss an einen Steinbruch ist vielfach schmalspurig ausgeführt, da meistens Kurven mit sehr kleinen Radien verlegt werden müssen, um auf der relativ kleinen Nutzfläche der Steinbruchsohle direkt an die Abbaustellen zu gelangen. Kurz vor dem Objektausgang vereinigen sich alle Gleisabzweigungen. An dieser Stelle befindet sich in der Regel ein Schuppen, vor dem das gebrochene Gestein weiterverarbeitet wird. Von hier aus führt das Gleis in einer kleinen Steigung über die Verladebrücke aus dem Steinbruch heraus und endet wenige Meter dahinter. Der Transport erfolgt in kleinen Muldenkippen. Sie werden entweder von einer kleinen Diesel- oder Batterielok, oft aber auch nur von einer Motorseilwinde bewegt. Befährt der Zug die Entladebrücke, fällt das Gestein in einen offenen Güterwagen des drunter stehenden Zuges. Ja, so viel zum Vorbild. Wie jetzt beim Nachbau? Die Autoren schreiben dann weiter, wir begrenzen uns nur auf einige Hinweise und eventuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Für die Steinbruchbahn bietet sich am besten die Nennspurgröße H0E an. Es wird dazu N-Gleis verwendet, bei dem der Schwellenabstand auf das 2- bis 3-fache vergrößert werden sollte. Die Weichenantriebe können möglicherweise mit einigen Steinbrocken wirksam getarnt werden. Die Muldenkipper werden an der Verladebrücke ähnlich wie Selbstentladewagen geleert. An einer Wagenseite wird an der Muldenwanne ein kleiner Zapfen angebracht, der beim Befahren der Brücke auf einer am Brückengeländer befindlichen Schiene aufgleitet und je nach Steigung langsam nach oben gleitet.
Somit wird die Mulde zum Kippen gebracht. Aufgrund des geringen Eigengewichts dieser Fahrzeuge ist es ratsam, am Fahrgestell ein kleines Ballaststück anzubringen, um beim Verladevorgang Entgleisungen zu verhindern. Die Seilzugstation wird mit einem stark untersetzten Getriebe ausgerüstet. Dabei muss die Streckensteigung so groß sein, dass der Zug nach Umschaltung des Motors von selbst in den Steinbruch zurückrollt. Wer den Einbau einer Seilzugstation vermeiden möchte, kann auch eine kleine Lokomotive einsetzen. Die Steinwände lassen sich gut aus Schaumpolystyrol herstellen, das entsprechend geformt und farblich behandelt werden muss. Neben den vielen Grautönen können hierbei auch Farben wie Gelb, Beige oder Orange Anwendung finden. Steinhaufen und umherliegende Geräte und Werkzeuge begünstigen noch das natürliche Aussehen der Anlage. Dieser Beitrag soll lediglich einige Anregungen zur Neugestaltung einer Steinbruchbahn vermitteln. Und ich finde das toll, dass die so auf einer Seite einfach mal so einen Einstieg in das Thema geben für jemanden, der vielleicht noch eine passende Idee sucht. Und natürlich wird der ein oder andere durchaus heute auch hier auf YouTube fündig, wenn man mal sowas wirklich sucht. Und ich habe auch auf Messen schon sehr gut so etwas umgesetzt gesehen. Also da haben sich sicherlich schon viele mal rangemacht, so etwas selbst zu bauen. Das war's aber für heute. Kurz und knapp auf einer Seite. Und wie gesagt, es gibt natürlich gerade in dieser Zeitschrift noch mehr super spannende Artikel. Aber ich habe den heute einfach mal rausgepickt. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Interesse. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch mal mit dem Gedanken gespielt, das umgesetzt. Oder ich weiß, der ein oder andere hat ja auch so etwas mal umgesetzt. Dann gerne Diskussion unten in den Kommentaren. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!